Jeder von uns kann die Welt verändern. Wie? Indem wir tun, was Jesus uns auftragen hat, liebe deinen Nächsten. Aber nicht den metaphorischen Nächsten, sondern nächsten Nachbarn direkt nebenan. Sei bei unserer monatlichen Herausforderung dabei. Hallo Freunde, wer von uns liebt es nicht, Karten zu kriegen? Also ich freue mich immer riesig, wenn ihr Karte kriegt, weil eine Karte ist irgendwie was Spezielles, wo man nicht jeden Tag kriegt und meistens kriegt man ja in der Post nur Müll, also so Werbung oder irgendwas, aber Karten kriegt man nicht so wirklich oft, vielleicht im Sommer, wenn jemand im Urlaub ist. Aber an Weihnachten, da kriegen wir immer sehr viele Karten und es freut uns immer riesig. Also Jen und ich, wir haben den im Kühlschrank und da sind dann ganz verschiedene Gesichter von alle Freunde drauf oder verschiedene Leute in der Welt, die wir kennen und die uns eine Karte schicken. Und dann schreiben sie dahinter ihr Weihnachtsnachricht drauf und da freust du dich immer riesig, die zu sehen. Und wir haben die fast das ganze Jahr immer da hängen, die Karten, weil wir dann an unsere Freunde denken und weil es einfach super ist. Wie wär's, wenn wir alle unsere Nachbarn eine Weihnachtskarte schreiben? Und genau das ist unser Tipp für den Monat. In Liebe unseren Nachbarn oder Liebe deinen Nachbarn, schreib eine Weihnachtskarte. Also wie fängt man das an? Also erstmal brauchst du eine Weihnachtskarte, ganz klar. Und da kannst du entweder in den Laden gehen und eine kaufen. Oder wenn wie meine Frau bist, kannst du eine basteln. Das ist allerdings nicht meine Stärke. Oder wenn mehr wie ich bist, dann designst du in ihrem Computer und du ein Bild drauf machen und dann druckst du es aus für deinen Nachbarn. Okay? Ganz einfach frohe Weihnachten. Oder was auch immer draufschreiben willst in vorne auf Karte. Nächste ist, schreibe Weihnachtsnachricht. Das muss nicht unbedingt genau jedes Jahr die Weihnachtsnachricht sein, wie man sie liest. Bet drüber. Frag Gott, was deine Weihnachtsnachricht sein soll. Wir haben verschiedenste Nachrichten über die Jahre gehabt, wo wir verschiedenste Worte gekriegt haben und drüber geschrieben haben über Friede und verschiedenste Sachen. Und dann haben wir es auf die Karte draufgeschrieben, hinten drauf, und haben es dann unseren Nachbarn gegeben. Eine weitere Sache, die ist ganz einfach ist, wenn du jetzt wirklich eine Karte selber machst mit dem Drucken, du kannst zum Beispiel auf ein ganz normales Fotopapier drucken lassen, also wie man halt Bilder druckt, beim Drogeriemarkt oder beim Fotograf. Und dann kannst du hinter drauf deine Nachricht schreiben auf das ausgedruckte Bild. Also relativ einfach. Einfacher Weg, das zu machen. Und im Oktober haben wir darüber gesprochen, über Backen. Jedes Jahr, wenn wir unsere Weihnachtskarten ausgeben, backen wir was dazu. Entweder sind es Brownies oder wir haben Gutzle backen und verschiedene Sachen. Und dann kommen die in eine kleine Tüte und die werden dann an die Karte hingehängt und dann geben wir sie unserem Nachbarn. Natürlich musst du die Karte nicht für jeden Nachbarn schreiben. Was ich empfehlen würde, ist, dass du den Nachbarn schreibst, mit denen du eh schon Verbindung aufgebaut hast über das Jahr, wo investiert hast und wirklich auch Freundschaften aufbauen willst damit oder tiefer gehen willst, und dann eine Karte schreiben für die, die vielleicht noch tiefere Verbindung haben willst im kommenden Jahr, wo aber noch nicht dazukommen bist. Und dann, wie gesagt, Süßigkeiten, kannst du zum Beispiel auch Schokolade nehmen, das habe ich vergessen, Schokoladeleido oder was selber Backenes in der Tüte, an deine Karte ankleben oder wieder mal ein Fädle nachhängen und dann gibst du es deinen Nachbarn. Du machst einen riesen Unterschied damit und deine Nachbarn fühlen sich riesig gesegnet. Also, mach eine Weihnachtskarte, okay? Und back was! Bis dann! Ciao!